herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe Online. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe keine Ahnung mehr, was für eine Folge das ist. Deswegen hat jetzt keine Folgennummer, macht aber nichts. Da ich ja bereits eh schon gesagt habe, das ist ab Juni des Jahres komplett neu. Turnover hier auf dem Kanal machen will, also alles neu. Ist es jetzt für die letzten Etappen auch relativ wurscht. Stoppt einfach mal, was für eine Episodenfolge das jetzt heute wäre. Nun ja, aber erstmal willkommen zu dem neuen Video. Ja, tatsächlich hat das Video wirklich mal wieder ein Thema. Also richtig oldschool, ein themenbezogenes Video. Von dem ich euch bitte erst einfach reinzuziehen und danach, wenn ihr wollt, gerne eure Meinung, Anmerkungen und so weiter dazu in die Kommentare zu klatschen. Das ist bitter. Also, erstmal schön, dass ihr alle da seid. So, ich bin ein bisschen verschnupft, ihr hört es vielleicht, ich bin nicht krank, es ist ein Pollen, hoffe ich zumindest, weil ich stehe ungefähr eine Woche von meiner Abschlussprüfung. Exakt gestern ist mein Aufnahmezeitpunkt, also das war, es nimmt schon heute am 4.5. auf, am Tag, wo es so hochladen, aber am 3.5., das war der Freitag, in einer Woche habe ich meine Abschlussprüfung schon, die erste. Heißt, es ist nicht mal lang. Deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt einfach ins Pollen sind und ich nicht irgendwie ernsthaft erkälte auf den letzten Meter hin zum Abschluss. Das wäre nämlich sehr scheiße. Aber ich glaube, das sind immer wirklich Pollen oder so eine Scheiße. Aus jeden Fall bin ich ein bisschen verschnupft. So, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen in dem Video, sondern will ich heute mal ein bisschen mit euch darüber sprechen. Wir haben jetzt 2024, bald 2025. So. Und ich plane ja mein Channel neu zu booten, neu zu starten, was auch immer. Natürlich mal mit Nintendo Let's Plays weiter. Die Frage ist halt nur ein bisschen wie. Und darauf sieht ihr auch ein bisschen das Video heute ab, weil mich ein bisschen mal eure Sichtweise dazu interessiert. Zum Thema Let's Plays im Jahr 2024. Oder generell Gameplay im Jahr 2024. Wie man das, was ihr sagen würdet, ja, das macht den meisten Sinn, dass man es halt macht. Ist vielleicht auch mal ganz interessant aus Zuschauer Sicht, ist darüber mal Gedanken zu machen. Man merkt man ein bisschen schnell, dass der Prozess von Let's Plays in allem gar nicht mal so einfach ist, tatsächlich. Aber ja. Also das Thema soll ein bisschen sein, Let's Plays im Jahr 2024. Funktioniert das noch? Wie ist das? Was kann man da machen? Etc. Einfach alles da zum Thema. Darüber werden wir heute ein bisschen reden und dann vor allem bin ich auch mal gespannt darauf, was ihr auch gerne in die Kommentare schreibt. Und ja, dann schauen wir halt, so wie sich dann das Ganze entwickelt, wie es dann hier ab Juli so richtig losgeht, weil das ist ja quasi so das Overall-Ziel, sage ich mal, dass wir einfach Content ab Juli wieder machen, der einfach super ist und toll ist und alle gerne anschauen. Ist halt dabei, ihr wisst bis halt. Also, Vancouver Wildfahrt. Die habe ich noch nicht oft gespielt. Eieiei. Und um die Strecke würde ich mal sagen, geht's mal weiter mit hier, ja, den Video Topic of the Day, nämlich Let's Plays im Jahr 2024. Also, prinzipiell bin ich an für sich so ein Verfechter, wirklich, muss ich sagen. Das bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber es wirklich einfach fester für die klassischen Let's Plays. Was ich hasse, das habe ich aber so damals gehasst, wie es aufgekommen ist. Das ist ein MLS aufgekommen zu der Zeit, wo ich mit Let's Plays angefangen habe, 2017, 18. Nämlich, dass das Let's Plays angefangen werden, also Videos Let's Plays angefangen werden, geschnitten zu werden. Und das finde ich persönlich so ein Wachsinn. Ich meine, ja klar, man kann sagen, das ist heutzutage oder generell war es auch damals auch so, nicht so viel Arbeit, Let's Plays aufzunehmen, wenn man sitzt halt da, sockt das Game, immer wieder bei der Aufnahme auf Start und Stop drücken, hat vielleicht noch sein Intro, das habe ich jetzt verkackt. Dann Intro und Outro und das war's. Ist ja nicht so viel Arbeit. Prinzipiell ja, nimmst du mir zu. Gut, man kann es natürlich viel Arbeit machen, auch in kleine Schneidigkeiten, aber man kann es, wenn man weiß, wie es relativ raffiniert machen, dass man einfach am Ende nicht viel schneiden muss. Ich habe auch einen Prozess gefunden, wie ich hier meine Let's Plays aufnehme, ohne jetzt total viel zu schneiden. Natürlich, ihr merkt es ja immer, man hat einen Cut zwischen den einzelnen Runden, so Hikes. Dann finde ich auch noch legitim, aber dann finde ich es halt irgendwann auf, wenn man bei Let's Play die Hälfte rausschneidet, nur weil man gerade mal was nicht sagt. Ne? Passt doch wieder zum Thema Aufnahme spannend, dass hier die Jugend heute nichts mehr aufnehmen kann, wenn nicht jede Sekunde ein Wort gesprochen wird, so nach dem Motto.
echt schlimm. Ich finde das einfach nur schlimm persönlich. Und ich finde es auch wirklich schlimm, dass man beim Let's Play die Hälfte dann einfach rauskannt, nur mal was nicht sagt. Für ein Let's Play ist für mich, dass man, das Commentary ist, ich würde nicht sagen nebensächlich, aber für mich ist es wirklich so der Hauptaspekt von einem Let's Play, dass man das ganze Game einfach zeigt und zockt. Natürlich wird man das mit seinem Charakter etc. verfeinern. Boah, was ging hier ab? Zwei Newsletters nacheinander. Indem man halt natürlich sein eigenes Commentary hat, seinen eigenen Style entwickelt und das Ganze unterhaltsam und lustig für die Zuschauer macht, so klar. Aber trotzdem bin ich am Ende des Tages der Meinung, dass ein Let's Play nicht großartig geschnitten gehört. Auch wenn man die Zeit dazu hätte oder Mitarbeiter, was auch immer. Das ist für mich dann einfach kein Let's Play mehr. Das ist was anderes. Aber kein klassisches Let's Play. So. Das ist einfach mal eine Sache, die ich auf jeden Fall festhalten wollte. Weil dieses ganze, meines Rumgeschneide und so weiter, das nervt mich tierisch. Und Let's Plays kann so schon einfach sein. Es gibt auch wirklich viele klassische Nintendo Let's Player, leider, die immer mehr Richtung Schneiden und sonst was gehen und nur noch, ach komm, Mann, was ist denn heute los? Und nur noch erst wenig von eigentlichen klassischen Let's Play bei sich haben, was es einfach sehr schade finde. Natürlich kann man auch sagen, man muss mit der Zeit gehen, aber ich finde zum klassischen Let's Play, das wird einfach nicht geschnitten. Punkt, Ende, basta. So, Animal Crossing Dorf, eine sehr schöne Strecke. Boah, ist immer für Animal Crossing, aber gut, ich meine, was ist vorab, sag ich mal anders mehr. Ja, also, ich denke mal, wir konnten darauf hoffentlich sind wir einigermaßen einig werden, um nochmal das jetzt für die letzte Runde aufzugreifen, dass Let's Play nicht geschnitten werden soll. So, wenn wir uns darauf jetzt einigermaßen einig sind, können wir fortschreiten, denn die größte Frage, die ich mir auch so nach Jahren stelle, ist dann trotzdem, sind es dann überhaupt noch die klassischen Displays, nachdem wir es definiert haben? Also, man sitzt einfach da, sagt ein Game, tut Rekord und Start drücken und Ende und fertig und ladet es hoch. Die Frage ist, es überhaupt noch gern gesehen auf YouTube? Weil YouTube ist ja die Narbe, es verändert sich. Und ich habe das Gefühl, es sind seit mehreren Jahren, dass diese wirklich klassischen Displays nicht mal so sehr mit Views und so weiter unbedingt gesehen werden. Ich kann natürlich sagen, ja, ich mache das Ganze als Hobby und wir gehen die Views und alles am allerwertesten vorbei und ja, es ist ja auch so und so, dass ist wirklich YouTube was Hobby machen wir und würde es nach Klicks und Zahlen gehen, dann wäre es ein Expect, sage ich jetzt. So, aber natürlich immer trotzdem ja irgendwie oder mein Ziel ist es, wieder eine Community aufzubauen mit aktiven Zuschauern, weil dann macht es auch für euch die paar, die da sind, mehr Spaß, wenn man wirklich Stammzuschauer haben und das geht meiner Meinung nach aber am besten mit Livestream und das ist nämlich so das zweite große, sag mal, Diskussionsfeld. Wenn man jetzt die Zukunft von Let's Plays anschaut, ganz klasse ist Livestream oder Upload. Ja? Und da streiten sich verdammt nochmal die Geister. Und in der neuen Zeit sind wirklich viele Let's Player oder jetzt Livestreamer, weil die prima Livestream halt, vor allem auf Twitch oder jetzt halt auch, wie heißt die neue Plattform? Hab ich gerade Namen vergessen, Kick. So, sind bekannt geworden dadurch, dass sie einfach streamen. Stream, viel Stream. Und da gab es das halt, da hätte man das Stream wirklich sehr erfolgreich werden können. Aber der Zug ist ziemlich abgefahren, so. Also wie gesagt, nochmal, mir geht's auch nicht um Erfolg, etc. Mir geht's nur darum, die Frage zu stellen, was mehr Sinn macht im Jahr 2024? Klassische Let's Plays, als Upload, oder eben mehr Livestream, wo man Interaktion hätte, mehr Stammzuschauer vielleicht entwickelt, wenn die Live-Sets schreiben, man überhaupt leichter neue Zuschauer findet, weil Livestream mehr Leute anzieht als Videos. Also das ist wirklich eine sehr interessante Sache, ob jetzt Livestreams oder Uploads mehr Sinne machen. Das ist wirklich eine sehr interessante Sache, wie ich es finde. Mit Marios Piste 3 bin ich wiederum der Meinung, dass eine gesunde Mischung braucht von beiden so. Ich finde, Livestream eignet sich perfekt, um mit der Community zu interagieren. Das habe ich ja ganz früh festgestellt, wie es Ende 2016, Anfang 2017 mit Livestream angefangen habe. Dann Mitte 2017 bis 2018 mit hoch hatte, wo es wirklich alle Zuschauer hatte, Stammzuschauer, das war, boah, also nicht halt echt wild. Das will ich einfach irgendwo wieder erreichen. Aber ich weiß, wir haben nicht mal 2017, es wird immer schwerer, noch so ein Stammzuschauer zu finden, aber es will es probieren. Und dazu braucht es vor allem einfach aktives Livestreaming. Mit Games, wo Leute mitmachen können. Ich glaube, dass ich da wirklich den Nagel auf den Kopf treffe. Weil viele Leute suchen einfach nur andere Leute, mit denen die Games zocken können. Und die größten YouTuber, da geht das nicht. Da hast du 1000 Fans etc. Man kann vielleicht mal 5 Minuten eine Runde zocken, das war's.
Ich will es aber anbieten, generell, dass man mit mir Livestream kann. Und wenn ich irgendwann mal die Größe erreiche, muss ich merken, es geht nicht mehr. Weiß nicht, da muss was ändern. Weil ich will einfach mit Leuten zocken, unterhalten und das Dump-Community aufbauen. Und das geht meiner Meinung nach erstmal primär um Livestreams, wo man wirklich das Game zockt, wo andere mitzocken können. Das muss wirklich dann auch sein, dass es zeitlich passt und so weiter und immer wiederkehrend ist. Was aber gerade nicht leicht ist, weil man dann immer einen festen Schedule haben muss. So. Videos hätten einen Vorteil, man kann voraufnehmen, wenn auch immer mal Zeit hat. Allerdings braucht es halt eine gewisse Community, weil kaum jemand entdeckt einen mehr heutzutage durch Videos. Es funktioniert einfach nicht. Die Videos sind eine nette Sache, wenn man so eine kleine Stump-Community hat. Dann können sich die Leute, die die Videos reinziehen, bis das nächste Mal losgeht. Ist halt auch eine Frage. Jetzt die klassischen Let's Plays, wenn die jetzt in einem Nintendo oder ein Let's Play Markus oder wer auch immer, es gibt da wirklich großes Nintendo-Szene Let's Play. Wieso sollte es man es dann noch bei so einem kleinen Scheißer in Anführungszeichen hier anschauen? Nee, das ist auch immer so eine Geschichte. Auf der anderen Seite gilt halt, ich will die Games zocken. Wenn ich eh zocken will, dann mach es halt als Let's Play. Weil wieso nicht? Ein paar Sounds bei mir und das reicht mir. Deswegen, ich denke, persönlich ist es am meisten Sinn, macht es weiter und so zu handhaben, dass man Community Games Livestream und alles andere als Videos oder vielleicht auch als Live-Projekte, aber dann als Videos archiviert. Ich weiß nicht, was meint ihr? Soll ich normale Let's Play-Projekte, wie zum Beispiel Princess Peach Showtime oder auch dann das neue Paper Mario, wenn es erscheint, im Juni Livestream und danach in Parts hochladen oder direkt nur in Parts? Das würde mich interessieren. Gerne mal eure Meinung dazu und zu den Rest zum Thema ab in die Kommentare. Denn wie gesagt, das ist eine Sache, die mich einfach wirklich sehr, sehr, sehr interessiert. Und ich mir da einfach noch einen Mittelweg finden will, wie ich das dann in Zukunft handhabe. Ob ich sage, ich mache mehr Let's Plays oder mehr Livestreams. Weil ich glaube schon, dass ein Livestream irgendwo in der Zukunft sitzt und man da auch mehr Leute erreichen kann. Die Frage ist halt auch da wieder die Menge macht. Es gibt wie viele und so weiter. Das sind alles Sachen, über die mache ich mir deshalb Gedanken, weil wie gesagt, ich will das jetzt richtig machen und wirklich Gamercrowds nochmal hochziehen. Einfach schauen, was im Jahr 2024 oder 2025 nächstes Jahr wirklich geht. Natürlich unter der Prämisse, dass ich im Oktober anfangs so studiere, dass alles auch kein Zuckerschlecken wird, aber persönlich beim Studium, man kann da, so viel kann ich schon sagen, von dem allem, was ich gehört habe, so ein Rest für selbst ein Teil, man hat einfach mehr Zeit. Und gerade ist das eh morgens, wenn es kann, dann beispielsweise in der Früh super meine Videos aufnehmen, dann mache ich das dann mal weg und dann kann der Tag so richtig losgehen. Weil das, denke ich mal, soll es dann irgendwie klappen. Die Frage ist dann halt, wie gesagt, nur, wie ich das dann mit Livestream und so weiter mache, weil ich kann halt auch nicht, oder es wird halt schwer, es den Abend hinzusetzen und live zu streamen, weil es irgendwie auch noch einen Relive gibt und so weiter. Und nachmittags Livestream ist wirklich kein einfaches Talk. Deswegen, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu, was ihr als Passhuser nicht so habt. Was einfach eure Meinung dazu ist, wie ihr das Ganze seht, was macht mehr Sinn für die Zukunft, Livestream, klassische Display-Aufnahmen, was haut ihr lieber, wie jetzt bei euch aus, ne? Ich denke mal, es wird auch nicht das letzte Video zum Thema sein, eben weil es ein recht spannendes Thema ist und einfach, ja, durchaus interessant ist, weil es die Landschaft YouTube vor allem mit Displays verändert hat in den letzten Jahren. Ich finde auch gerade hier dabei, es ist zu verändern. Und ist aber wirklich eher so, bei den Roots stecken bleiben will, nicht mal mit allen Hypes mitgehen will, auch wenn ich weiß, dass mir das vielleicht mehr Zuschauer bringen wird. Ich weiß, mit TikTok, wo es mal ein bisschen angefangen gab, Pi-Wiggers an TikTok, ist natürlich viel einfacher, mehr Zuschauer zu generieren. Und ich will auch, wenn ich fett anfange, TikTok implementieren. Ich habe da schon einiges geplant und auch ein bisschen ausprobiert. Ihr wisst es ja mit meinen paar Tombo-Nationale-Videos, die kamen super an. Und ich plane auch mehr in Zukunft noch, damit ich auch mit TikTok einfach mehr Leute ins Boot hole, die da mein Zeug schauen, interessiert sind, vielleicht auf den Kanal überschwenken. Also ich habe da wirklich ein paar Pläne. Prima, wie gesagt, ist jetzt halt, dass man was haben muss. Mach es mal Livestreams oder mal Uploads. Das ist eben jetzt die Frage. Und das ist die Frage, die ihr, wie gesagt, mir gerne mal in den Kommentaren beantworten könnt, wenn ihr wollt. Also ich freue mich wirklich um jedes Feedback, weil das wirklich ehrlich ist, weil ihr da wirklich lang zum Zuschauer seid und ich mich da auch ein Stück weit nach euch richten will. Keine Angst, damit es kein langer Monolog wäre. Weil ich einfach auch euch die Möglichkeit geben will, ein bisschen, ich sag mal, mitzubestimmen, wie das hier einfach weitergeht. Dass ihr einfach Content läuft, den ihr auch sehen wollt, mit dem ihr zufrieden seid. Weil das ist schon mal der Anfang. Und dann werden bestimmt auch mehr kommen, dann werden das wieder wunderbar tolle Zeiten hier werden. So sind wir meine Hoffnung. Bin aber ganz guter Dinge, dass dem im Großen und Ganzen so sein wird. In dem Sinne sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen morgen, Tag oder Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!